Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein richtig easy Werk von mir für euch. Also wenn ihr euch entspannen wollt und nicht konzentrieren wollt, macht das. Wir brauchen nämlich einfach nur Pulverpigment, was wir mit einem Pinsel auf der Silikonform selbst auftragen. Das Gute hierbei ist, ihr könnt auch Harz benutzen, was richtig gelb geworden ist, was zum Beispiel passiert, wenn man das schon ein, zwei Jahre rumstehen hat. Und einfach reingießen später und man wird das Gelbe nicht sehen, weil wir ja schon unsere Silikonform angemalt haben. Wahrscheinlich habt ihr schon erahnt, was das Motiv ist. Aber ich drehe hier ab und zu mal die Silikonform um, um zu sehen, ob ich auch wirklich an den richtigen Stellen ausmale. Vergesst das nicht zu machen, sonst sieht das später optisch etwas komisch aus. Das ist unser Zwischenstand und ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Und jetzt kippe ich hier einfach nur das Kunstharz rein. Ich habe es einfach schwarz eingefärbt und ich habe das Ganze hier etwas beschleunigt. Ich habe das wirklich original in Zeitlupe reingegossen, weil ich Angst hatte, dass sich in den Krallen zum Beispiel Bläschen verfangen und das später dann nicht perfekt ausgefüllt ist. Zum Glück ist hier alles gut gegangen und wenn ihr keine scharfen Kanten haben wollt, dann müsst ihr das Kunstharz wirklich bis zur oberen Kante füllen, sogar dass es gefühlt 1 Millimeter über dem Rand steht, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann haben wir so eine smoothe Kante. Aber ihr könnt das natürlich später auch einfach abfeilen oder wenn das Harz, also wenn das Werk, sagen wir mal, einen Tag alt ist, kann man das noch mit einer Nagelschere abschneiden, dann ist die Kante noch etwas weich. Vergesst nicht, die Bläschen mit dem Bunsenbrenner zu entfernen, was hier aber nicht so wichtig ist, weil es ja eh die Rückseite ist. Dennoch fand ich die Rückseite etwas langweilig, deswegen habe ich hier einfach noch ein paar Pigmente genommen, drauf geträufelt und dann gepustet, damit wir ein bisschen spannenderen Effekt haben. Ich würde sagen, dieser Drach kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sieht richtig cool aus. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Oberfläche nicht so richtig shiny ist, was aber an der Silikonform liegt und wir leider nicht ändern können. Falls euch das Video gefallen hat, besucht mich gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram und TikTok. Bis dann!